uraltes Helium, das im Zuge des Urknalls geschmiedet wurde. Und es entweicht aus unserem eigenen Erdkern. Das berichten Wissenschaftler in einer neuen Studie. Aber keine Sorge, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Die Erde bläht sich nicht auf wie ein trauriger Luftballon. Es bedeutet jedoch, dass sich die Erde in einem solaren Nebel gebildet hat. Eine Molekülwolke, aus der die Sonne selbst hervorging. Ein Detail über die Entstehung unseres Planeten, der lange Zeit ungeklärt war. Es deutet aber auch darauf hin, dass andere ursprüngliche Gase aus dem Erdkern in den Erdmantel entweichen könnten, was wiederum Informationen über die Zusammensetzung des solaren Nebels liefern könnte. Helium kommt auf der Erde in zwei stabilen Isotopen vor. Das bei weitem häufigste ist Helium-4 mit einem Kern, der zwei Protonen und zwei Neutronen enthält. Helium-4 macht rund 99,99986% des gesamten Heliums auf unserem Planeten aus. Das andere stabile Isotop, das etwa nur 0,00137% des Heliums auf der Erde ausmacht, ist Helium-3, das zwei Protonen und ein Neutron enthält. Helium-4 ist hauptsächlich das Produkt des radioaktiven Zerfalls von Uran und Thorium, das hier auf der Erde nun mal entsteht. Im Gegensatz dazu ist Helium-3 hauptsächlich primordial, das heißt, es entstand in dem Moment nach dem Urknall, kann aber auch durch den radioaktiven Zerfall von Tritium entstehen. Es ist das Helium-3-Isotop, das aus dem Erdinneren entweicht, vor allem entlang des mittelozeanischen Vulkanrückensystems, was uns einen ziemlichen guten Hinweis darauf gibt, auf die Rate, mit der es überhaupt aus der Kruste entweicht. Diese Rate beträgt zwar nur 2000 Gramm pro Jahr, und das reicht nun mal aus, um einen Ballon von der Größe deines Schreibtischs zu füllen. Aber das ist ein Wunder der Natur und ein Hinweis auf die Geschichte der Erde, dass es im Erdinneren noch immer eine beträchtliche Menge dieses Isotops gibt. Weniger klar ist die Herkunft, das heißt, wie viel Helium-3 aus dem Kern und wie viel aus dem Erdmantel stammt. Dies würde uns Aufschluss über die Quelle des Isotops geben. Als sich die Erde bildete, sammelte sich Material aus Staub und Gas an, das um die neugeborene Sonne herumschwebte. Der Planetenkern kann nur dann nennenswerte Mengen an Helium-3 enthalten, wenn er in einem blühenden Nebel entstanden ist. Das heißt nicht an seinem Rand und nicht als er sich auflöste und verwehte. Die Wissenschaftler und Forscher, die daran gearbeitet haben, von der University of New Mexico, untersuchten dies, indem sie das Helium-Inventar der Erde während ihrer Entwicklung modellierten. Zunächst während ihrer Entstehung, bei der unser Protoplanet Helium anhäufte und in sich aufnahm. Doch dann kam ein großer Einschlag. Denn die Astronomen gehen davon aus, dass ein Objekt von der Größe des Mars in die sehr junge Erde einschlug und Trümmer in die Erdumlaufbahn schleuderte, die sich dann schließlich zum Mond zusammengefügt haben. Bei dem Ereignis, bei dem der Erdmantel wieder aufgeschmolzen worden wäre, wäre ein Großteil des im Erdmantel eingeschlossenen Heliums verloren gegangen. Der Kern ist jedoch widerstandsfähiger gegen Stöße, was darauf hindeutet, dass er ein recht effektives Reservoir für Helium-3 sein könnte. Und genau das haben die Forscher herausgefunden. Anhand der derzeitigen Austrittsrate von Helium-3 aus dem Inneren des Planeten sowie anhand von Modellen zum Verhalten von Heliumisotopen kamen die Forscher zu dem Schluss, dass sich im Kern unseres Planeten wahrscheinlich um die 10 Teragramm bis 1 Petagramm Helium-3 befindet. Dies deutet wiederum darauf hin, dass sich der Planet in einem blühenden Sonnennebel gebildet haben muss. Die Forschungsergebnisse wurden in der Zeitschrift Geochemistry, Geophysics und Geosystems veröffentlicht und sind natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Unser Sonnensystem bringt jedoch so einige Rätsel mit sich. Vor allem das Rätsel der Oortschen Wolke. Doch dieses Rätsel haben wir vielleicht sogar gelöst. Schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.